Es war ein denkwürdiger Tag, als ein renommiertes Leipziger Hotel plötzlich unter Polizeischutz gestellt werden musste. Mitarbeiter wurden beurlaubt, der Hotelmanager erhielt Morddrohungen, und ganz Deutschland war in Aufruhr. Der Grund? Antisemitismusvorwürfe von Gil Ofarim, 41. Die Medien stürzten sich auf die Geschichte, und der Skandal erreichte seinen Höhepunkt, als Ofarim vor Gericht zugab, dass alles gelogen war. Nach dieser schockierenden Enthüllung schaltet sich nun Stern TV ein. Die Sendung, die die Situation von Anfang an verfolgt hat, nimmt in ihrer Ausgabe vom 29. November Stellung und macht auf die negativen Folgen der Ofarim-Lüge aufmerksam. Moderator Steffen Halaschka, 51, analysiert die Ereignisse und betont die potenziell verheerenden Auswirkungen auf echte Opfer von Antisemitismus, sexueller Belästigung und Gewalt. In mehreren Auftritten bei Stern TV versicherte Ofarim hartnäckig, dass er das eigentliche Opfer sei, selbst als Zweifel an seinen Aussagen aufkamen. Oktober 2021 stellte Halaschka die entscheidende Frage, ob Ofarim seine Darstellung aus einem Instagram-Video relativieren wolle. Bereits am 21. auf keinen Fall. Die klare Antwort des 41-Jährigen, nein. Warum? Warum, in der Tat? Halaschka unterstreicht, dass Ofarims Lüge nicht nur das Ansehen des Leipziger Hotels beschädigt hat, sondern auch das Vertrauen in Opfer von Diskriminierung und Gewalt erschüttert. Der Moderator ruft dazu auf, trotz dieser Täuschung Opfern weiterhin Glauben zu schenken und sich nicht von Ofarims Lügen beeinflussen zu lassen. Auffällig ist, dass Ofarim, anstatt eine angemessene öffentliche Entschuldigung auszusprechen, sich vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Sein einstiges Instagram-Profil existiert nicht mehr. Und auf Anfragen von Stern TV antwortet sein Anwalt lediglich, ich glaube offen gestanden auch nicht, dass Herr Ofarim in nächster Zeit Interviews geben wird. Angesichts dieser Reaktion stellt sich die Frage, ob Ofarims Geständnis lediglich ein taktisches Manöver war, um einer möglichen Bewährungsstrafe zu entgehen. Unabhängig davon hat Moderator Steffen Halaschka mit klaren Worten ein wichtiges Statement gesetzt. Ofarims Lüge darf nicht dazu führen, dass Opfern prinzipiell misstraut wird.